Hinspiel, wir machen Hinspiel. So, ich wünsche vielen Erfolg. Pro Spiel, machen wir pro Spiel. Wettet, damit ihr euch. Was hast du denn jetzt für eine Wette gemacht? So, ja. Finale geht los jetzt. Wo guckt ihr? Bei Umut, oder? Ist dann... Lass bei Umut gucken. Okay. Also, Finale. Digga, ich krieg eine Werbung bei dem Knecht. Alles gut, Großer. Digga, ich bin gespannt, ne? Ich bin echt gespannt. Digga, es gibt eine Person auf der Welt, die nicht... Das ist es jetzt. Das ist das Spiel der Spiele. Wer ist denn wer? Anders ist weiß. Na gut, Mann, ich verabschiede mich. Gucken, ein Spiel bei Anders, ein Spiel bei Umut. Ciao. The Land spielt Trae Young. Hä? Bitte kick dein Gegentor in den ersten Angriff, Umut. Nicht wieder die ersten 5 Minuten, Alter, nein. Digga, nicht in den ersten 5 Minuten. Ich sag ganz bitte. Klar, das sind Umut. Umut sag ich anders, ganz klar. Du, aber die haben schon mal gegeneinander gespielt beim Illegaler Cup-Finale, da ging es 6-8 aus. Also Umut kann gegenhalten. Ja, ich habe aber gegen beide gespielt und ich dachte gerade so gegen anders, dachte ich mir so, was geht hier? Digga, Umut muss einmal nur in Führung gehen, ne? Jungs, darf ich hier im Kommentatoren... Nein! Nein! Okay. Konzentrier dich! Junge. Schick den doch, Mann! Ja! Konzentrier dich! Komm! Oh mein Gott! Jungs! Let's go, Junge! Komm schon, Umut! Fünferkette rein! Was denn? Willi kriegt Eierflattern. Wenn ich Eierflattern bei dem Mann hab. Ich bin geschickt, was ich von anders halt. Eli, kannst du mal bestätigen? Warte. Oh oh. Ich sag Umut win. Ja, Digga, sagst du so leicht beim 1-0, hä, Großer? Hey, Leute, wie gesagt, die Wetten sind pro Spiel, ne? Wir machen pro Spiel eine Wette. Schick das ihm mal. Soll ich ihm mal schicken? Oh, 1-1. Was ist denn los? Schick mal Gruppe, Willi. Was denn, Großer, hä? Sit down, nobody talk, Willi. Was gibt's, Großer, hä? Großer, was denn? Haben wir mal vorhin ein paar YouTube-Tutorials angeguckt? Ach, du Scheiße. Was denn? Was ist los, Umut, hä? Komm mal, Umut. Freunde, ich sag dir ehrlich, ich bin nicht parteiisch. Ich bin mit Umut sehr gut befreundet, aber ich habe so krassen Respekt vor Anders, dass ich sage, ich bin für ein gutes Spiel. Ja. Oh mein Gott. Ich bin parteiisch. Das Spiel hat den Hops genommen gerade. Was für ein Scheißpass. Ich bin für ein super Spiel. Bisher läuft es doch super. Dieser andere Leute in die Löcher, das ist geisteskrank. Digga, stell dir mal vor, Anders hat so ein, ganz kurz mal, stell dir mal vor, Anders hat so ein High-End-Team. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott. Was war das denn, Alter? Ja, Junge! Was ist los hier? 2-1. Ich hab mich bedeckt, ich bin unparteiisch. Digga, was ist hier los, Mann? Schick mal den R9, schick ihn! Lauf. Der Dicker hat Müsli hier am Stutzen. Guck mal da oben. Lass ihn mal, René, der weiß, was er macht. Ja, was denn? Nee. Ich glaube, du musst gegen anders safe defensiv. Halt einfach over the top, Hammer. Irgendwie erinnert mich das so an Messi und Ronaldo und dann kommt ganz lange nichts irgendwie. Ja. Richtig anders. Auch mal draufstehen und ich doch mal querspielen. Oh mein Gott. Alter. Ey, dieser Übersteiger. Ich hätte meinen Knopf genommen und ich hätte hier auf Kreis gedrückt. Wie so ein Kreis. Lat Osgaster. Ist doch unglaublich. Lat Osgaster. Übrigens habe ich mich nochmal beraten lassen. Der Kakao ist besser als euer komischer Kakao, den ihr reingeschrieben habt. Welchen Kakao trinkst du denn jetzt? Landliebe? Der ist super. Der ist geil. Der Wein Stefan ist super. Aber der von Landliebe aus Glas ist auch super. Den musst du mal trinken. Nein. Da ist unten so ein Satz. Ja, da musst du schütteln. Digga, Bärenmark. Kakao einfach. Ach, so ist geil. Ist kein Product Placement, Digga. Wein Stefan, ihr habt meine Nummer, schreibt mir gerne. Aber noch ist es unbezahlt hier gerade. Wein Stefan, könnt ihr schreiben. Der ist gut, aber ja, gibt viele gute. Was macht denn Willi eigentlich die ganze Zeit? Ist doch hier. Er stumpft sich, Digga, er ist mit allen dabei. Ich bin doch hier. Hat er auch keiner Fakt. Oh oh. Mayday. Oh. Weg! Ja, was denn, Digga? Er macht seinen eigenen Platz. Mann, Alter. Oh. Schöner Ball. Jetzt 3-2. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Das ist es. Warum? Warum nicht lang? Oh. Ey, warum nicht in die Lange? Warum nicht in die Lange? Digga, man hat doch schon voll früh gesehen. Das Torwart wegen von dem Mann ist underrated. Ist anders, ne? Ja, das ist...
Der macht wirklich den besten Tormann von Oblak. Er macht den besten Tormann. Aber 3-2 ist ein richtig geiles Finale, Chat. Hier ist noch nichts gegessen. Warte mal ganz kurz. Oh, oh mein Gott, Alter. Jetzt. Ey, ey. Zwei so dicke Chancen. Es gibt auf jeden Fall noch ein Rückspiel, Leute. Also hier ist noch nichts entschieden. Ja? Unmut ist wirklich saustark. Krass. Unmut ist der Einzige, der mithalten kann. Bitte nicht. Nein, Alter. Das ist ekelhaft. So krass, ich schwöre, ich verstehe das nicht. Ich verstehe, er hat das programmiert, er hatte gerade diese Daten, diese grünen Zahlen auf seinem Bildschirm. Er sieht das, das ist geisteskrank, ehrlich. Das ist Matrix. Er hat diese grünen Zahlen auf dem Bildschirm. Ich habe das nicht. Mein R9 bewegt sich wie einer von The Biggest Loser, Digga, und seiner kann über, kann durch Wände gehen und so eine Scheiße. Kennst du die Folge The Biggest Loser, Fan? Meiner fliegt auch direkt in der ersten Runde raus, weil er nicht abnehmen kann, weil er immer, wenn irgendwie... Egal, es gibt noch ein Rückspiel, ne? Es gibt noch ein Rückspiel für alle, die... So bewegt sich meiner. Gleich nochmal Hoffnung haben wollen. Nikita, gib mal die Punkte raus und dann nochmal jetzt eine neue Wette. Wer gewinnt das Rückspiel? Hast du Tag eigentlich? Nicht wer kommt weiter, sondern wer gewinnt nur das Rückspiel danach? So ein gutes Finale plus eins, Chat. Umut muss jetzt... Nikita, warum kann man jetzt immer noch wetten? Ja. Kannst du da die Zeit nicht einstellen, dass die Leute weniger Zeit haben? Was denn? Nee. Ja. Der Mann braucht eine Bulette. Fußballgroßer. No. Ja, einfach spekuliert, geschossen und auf Abpraller drauf. Warum hat der so eine Face? Ich check das nicht, ne? Lass den Mann in Ruhe, Erne. Nee, lass ich nicht, Mann. Geht mir, ey, Digga, der hat die Manager hinter seinem Rücken, der soll ja doch mal sagen, dreh deine scheiß Kamera nach rechts. Das war, das ist geisteskrank. Umut, Tor. Super. Go, Umut. Super gespielt. Ihr seid vor mir, ihr Knechte. Warum seid ihr alle vor mir, Alter? Was das? Ja. Weil Umut darf nicht zu früh aufmachen. Das sieht schon sehr offen aus. Richtiger Käse. Ja. Was macht man jetzt? Alter, diese Bewegung wieder. Seht ihr das dann? R9, zack, zack. Was ist das, Mann? Der hat einen anderen R9. Ja, er hat einen anderen R9. Die Hälfte aus dem Chat wird gegen die verlieren. Ich hab, ja, am Ende habe ich das Turnier gewonnen, von daher juckt mich das nicht. Am Ende wird darüber gesprochen, wer aber das Turnier gewonnen hat. Was? Er hat angewählt. Und das war ich. Gute Ballername von Walker? Oh mein Gott, das ist wahr. Ja, guck mal, wie der unten das Abseits aufhebt, ey. Ist schlecht. Man könnte eventuell mehrere Gruppen machen, aber dann habe ich ja gar keinen Überblick mehr. Ich habe ja so schon keinen Überblick mit zwei Gruppen gehabt. Vielleicht 4-4er-Gruppen. Ja, aber wie durch das casten, Digga? Weil die ersten Gruppen spielen ja anfangs, dann müssen die warten. Mach einfach mehr Pausen. Nein, zwei Uhrzeiten einfach. Du spielst die ersten zwei spielen um die Uhrzeit und dann geht's in die zweite rein. Ja. Ein illegaler Cup übers Wochenende. Was denn? Junge. Was denn? Zwei Tage. 76.000 Zuschauer. GG's. Illegal. Zwei Tage. Starten Samstag das Ding? Samstag starten, sagst du. Ja, ach so, perfekt. Mach mal Montag. Was denn? Was denn? Montag, Dienstag und dann Finale. Geil. Dann machen wir weg. Weg. Steckt Jürgen. Ja, das ist doch echt. Krass. Mach weg. Spaß beiseite, denkt ihr Dortmund gewinnt gegen Sevilla? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Champions League wird halt, na. Na Leute, NBA erst morgen und übermorgen. Schalke gegen Stuttgart 1-1. Ja, Schalke besser. Ja, guck mal hier. Ja, es kann doch nicht sein, dass niemand was gegen ihn machen kann. Ich verstehe es nicht, weg. Alter. Das kannst du, kannst das nicht machen, Digga. Ich habe noch nie die FIFA-Szene so sprachlos gesehen, ne? Was macht er denn so anders, Digga? Hat er andere Einstellungen? Das kann doch nicht sein, ne? Vor allen Dingen, wenn die so, wenn man zuguckt, dann sieht man gar nicht, wie krass er eigentlich ist. Mhm. Man muss gegen die spielen. Freunde, ich habe gegen Umut gespielt und ich hatte nicht mal wirklich ansatzweise eine Chance. 0%, null. Umut hat heute alle weggeknallt bei sich in der Gruppe. Vier. Also, der hat gegen Eldor, der hat gegen jeden gewonnen. So, relativ entspannt. Und dann kriegt er hier 8 Kirschen von Anders. Ja, macht nochmal eins. Was denn besser? Hat er gut gespielt. Es ist der Wahnsinn, Chat. Es ist der Wahnsinn. Nächstes Turnier bitte ohne Anders, auch wenn für Kacke. Na, Chat, ich lade doch nicht den besten FIFA-Spieler der Welt nicht ein, nur weil er zu gut ist. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist das gleiche Beispiel, als wenn du zu Messi sagst, Digga, du darfst kein Fußball spielen, weil du zu gut bist. Das ist korrekt. Soll er jetzt nicht, guck mal, da wäre ich niemals durchgekommen. Soll er jetzt nicht belohnt werden, weil er so gut spielt? Dass man jemanden aus einem Turnier bannt, weil er so gut ist, das geht nicht. Das ist doch schon Mobbing. Dann setzt euch vor die Konsole, ihr scheiß Knechte.
Umut, hör auf rumzuheulen. Was denn? 9-4. Hart, Alter, Finale. 9-4. Der Mann schaut zum ersten Mal in den Chat. Der dreht sich einfach in die Cam jetzt. Was sagt Umut gleich? Der hat halt krass, ne? Guck mal, der schreibt mir, glaube ich, gerade. Der schreibt mir gerade. Der schreibt dir gerade, when I get the money. Ich sag, er sagt aus Spaß. Er ist online? Er ist vom Tor, ne? Ich sag dir gleich. Safe. Er ist online? Can you send me the money now? Maybe? Boah, man sieht ihn mal, es ist hell bei ihm. Ja, ja, ja. Nee, hast du gerade gesehen? Ja, ja, ich hab kurz das Licht angehen sehen. Da war Licht. Da war Licht. GG, Sumut. GG, wirklich. GG. Er ist der Einzige, der mithalten kann.